Mich interessiert besonders die klassisch-arabische Literatur von ihren Anfängen um 500 bis zum Ende der Neuzeit und die Kulturgeschichte der arabischen Welt in all ihren Aspekten. Ganz wichtig ist es mir immer zu betonen, dass vieles, was wir heute in islamischen Gesellschaften beobachten, nicht aus einem irgendwie gearteten Wesen des Islams entspringt, sondern erst aus der Auseinandersetzung mit der vom Westen ausgehenden Globalisierung so geworden ist, wie es heute ist. Das Erkenntnisinteresse ist ja ein zweifaches. Einerseits versucht man natürlich, eine fremde Kultur zu verstehen. Andererseits werden dadurch auch Annahmen über die eigene Kultur in Frage gestellt. Das Faszinierende in unserem Fach ist ja, dass es noch so wahnsinnig viel zu erforschen gibt. Man muss nur in irgendeine Handschriftensammlung gehen, braucht nur den Arm auszustrecken und hat schon irgendwas nicht Erforschtes in der Hand.